Firefox 29.1.8. So, hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu unserem neuesten Video mit mir, dem Maximilian, obviously, und dem Felix. Tag gesagt, Hallöchen. Genau, der ist da drüben. Hallo! Da drüben! Ja, dieses Video ist... Ein bisschen anders. Genau. Man kann sagen, es ist zweiteilig eigentlich, oder? Ja, also zwei gespaltet quasi. Man kann es aus zwei Sichten sich anhören. Beide werden genau. auf dem Kanal vom Taurus-Fan sein, also auf dem von dem seltsamen Kauz da drüben bei mir in der Leitung. Also... Genau. Wir fahren auch den gleichen Fahrplan auf der gleichen Strecke, aber mit verschiedenen Fahrzeugen. Der Felix, was fährst denn du? Ich habe hier den Taurus 1 mit 7 ÖBB Doppelstockwagen. Halt, stopp. Railjet-Wagen. Ich wollte gerade sagen, mit Doppelstockwagen, da hast du dann Probleme beim Anfahren, gell? Und ja. Genau, und ich habe den gleichen Fahrplan. Wir fahren den Railjet 75 von Wien bis wohin auch immer wir kommen. Und ich fahre einen Ersatzzug auf diesem Plan mit einer F44, auch bekannt als Alpenstaubsauger. Warum, kann ich ganz später noch erklären. Und 5 Doppelstockwagen. Dann würde ich mal sagen... Start mal, ja. Ja, was ich wirklich sagen würde, ist, bevor wir jetzt starten, wir hatten ja zuerst überlegt, das in so einer Art Rennen zu machen, aber ich hätte einfach gesagt, dass wir quasi einfach zusammen fahren, aus dem ganz einfachen Grund dessen, wenn wir jetzt hier denken, wir machen das in einem Rennen oder irgendwas, hetzen wir uns, machen Fehler und dann kommt es generell zur Zwangsbremsung. Das ist... Das wäre zwar witzig für alle, die zuhören, aber für uns wäre es nur frustrierend. Richtig, deswegen würde ich sagen, fahren wir einfach zusammen und dann können wir es so anhören, hauen uns Sprüche um die Ohren. Also ich glaube, es wird generell doch ganz lustig. Das glaube ich auch, ja. Vor allem, weil von uns niemand wirklich weiß, wo die jeweils andere Person gerade unterwegs sind. Ja, außer wir fragen. Und wisst ihr, was besonders witzig wird? Hm? Ich kenne die Strecke nicht. Ich kenne die PZB nicht. Ich kenne die Geschwindigkeiten nicht. Hilfe! Ich kann dich vorwarnen, wenn es irgendwo viele Signale gibt. Ich kenne die allgemeine Signalisierung hier relativ gut. Ach, alles gut. Gut, dann würde ich sagen, ich hüpfe mal rein, ne? Ja, ich auch. Los geht's. Okay, das Sportfahrsimulator V0.9.5. Lädst du mal? Wien Hauptbahnhof, S-Bahn. Ja, ich bin schon da. Oh, ich stehe mal am wieder Hauptbahnhof. Och, wie nett. Genau, wir stehen am Hauptbahnhof. Dann würde ich sagen, machen wir mal das allgemeine Aufrüsten, gell? Klimaanlage aktiviert. Ja, bin dabei. Bitte melde Zug über Jatom Text Field 75. Signal Zug über Jatom Text Field 75? Signal Text Field. Das ist interessant. Achso. 75. Signal über Jatom Text Field 0124. Code Text Field. Ich melde mich jetzt auch mal an. Anmeldung erfolgreich. So, Zugabfertigung. Türen sind offen. 0. 54. 54. Oh, für einen Railjet. 100 Passagiere. Oh, Nachfrage. Ich schaue mal, was hier bei mir rein. Zwangsbremsung. Ich habe auch nur 103. Siefer. Das ist für ein Railjet nicht viel, hätte ich jetzt mal so gesagt. Das ist ein Viertel, das passt dann. So, wir machen mal die Pantograve hoch hier. Also wie gesagt, ihr könnt euch sehr gerne den Dings anhören bei... Ja, erstens ist es auch die Aufrufe bei mir. Und zweitens, ich glaube, es ist echt witzig. Was sagst du? Es bringt mir mehr Aufrufe und ich glaube, es ist echt witzig. Das wird wirklich lustig. So, Aufrufe aktiviert. So, wir gucken schon mal uns die ersten Informationen an hier. 3398 Meter voraus, 10 Meilen. Okay. Geschwindigkeitseinderung auf 140 km/h in 46.898 Meter voraus. Okay, wir haben hier jetzt 46... Was, wir fahren? Geschwindigkeitseinderung auf 140 km/h in 46.898 Meter. In 46 Kilometern dürfen wir erst auf 140 hoch und wir fahren so lange mit 100? Ist das euer Ernst? Nein, das stimmt nicht ganz. Er lädt die Geschwindigkeitsbegrenzungen immer erst bei der ersten Anfahrt. Also das ist aktuell nicht stimmig. Ich wollte gerade sagen, so was sagt man auf 12.57, 42, 12.58, 0. Okay, 12.58, wir können die Türen schon mal zu. 12.57, 46. Oh, wir hören gleich schon. Oh, Die Bremse ist bereits gerüstet. So, bei meiner Lok gibt es eine Besonderheit. 12.57, 57. Bei der 1144, die kennst du, glaube ich, Felix. Ich fahre dann schon mal. Du kannst schon mal fahren, ja? Ich muss bei meiner erste Lüfter starten. Fährst du mit AFB oder ohne?
gerade noch ohne. Geschwindigkeitseinigung auf 140 km/h, 46.800. Doch, Maximilian, er sagt mir jetzt gerade tatsächlich hier wirklich in 46 Metern ändert sich die Geschwindigkeit. In 46 Kilometern ändert sich die Geschwindigkeit. Interessant. Du kannst ja bei dir gleich mal gucken. Nächstes Hauptsignal. Nächstes Hauptsignal. Grün, das gefällt mir. AFB piepst mir gerade in die Ohren. Habe ich gesagt AFB? Ich meine die PZB natürlich. Ja, denke ich. Weil ich jetzt gleich ganz gerne habe, wenn ich zu Ende angefahren habe, dass er die Geschwindigkeit hält. Das verstehe ich. Beschleunigst du auf 100 hoch? Ja. Ich nicht. Wieso? Weil ich in 2,5 Kilometern einen Meitling halten muss und da macht es keinen Sinn, auf über 80 zu beschleunigen. 12.59 Uhr, 13.50 Uhr. Wir haben eh viel Zeit. Okay, sag das. Genau, das ist AFB aktiviert. AFB, Abbremsung. 13.05. Genau, ja, genau. So, jetzt bin ich auch auf 80 wieder. Nächstes Hauptsignal ist grün, okay. Das ist der Hauptsignal von Wasser auf Platz wahrscheinlich. Oh, verdammt, ich sollte vielleicht mal. Entschuldigung, liebe Zuhörer, ich habe gerade meine Sprachausgabe noch ein wenig schnell gehabt. Ich habe die jetzt mal ein bisschen langsamer gedreht. Ups. Fortsetzen. Meine bleibt schnell, weil es ist für mich angenehmer. Nö, ich habe meine jetzt mal ein bisschen langsamer gedreht hier, weil dann kann man auch so ein bisschen mithören. Ja, also wenn ihr die langsame Sprachausgabe hören wollt, dann schaut euch das vom Felix an, die Aufnahme. Wenn ihr mit der Schnellen zufrieden seid, dann bleibt bei mir. So, jetzt guckt ihr das mal bitte mit der Geschwindigkeit an, weil irgendwas passt da nicht. Ja, das ist echt interessant. Siehst du es gerade auch? Ja, ja. Das ist bei mir genauso. Sollte aber eigentlich nicht sein. Solltest du nochmal dran arbeiten, würde ich sagen. Ja, schon. So, meine Lieben, jetzt gucken wir uns den Zug doch mal von außen an. Hallöchen. Außen. Nächstes Hauptsignal, nächstes Hauptsignal. Zweimal Kuhn. 7,65 km/h. Man sollte sich konzentrieren, wenn man mit PZB fährt. Ja, ich würde auch gerade. Zwangsbremsen. Nee, ich nicht. Ich habe es doch rechtzeitig geschafft. Ich bin auf 60 runter und habe mit der CO bestätigt. Ich meine, 60 war doch 2, oder? Ja, ja, es ist 60. Ich habe es auch rechtzeitig gecheckt, aber ich war zu langsam im Bremsen. Ja, ich habe einfach die AFB 4 runter. Das geht natürlich auch, ja. Gott sei Dank. So, 300 Meter Plon. AFB deaktiviert. Du brauchst jetzt nicht mehr weiter zu beschleunigen, Zug, das brauchen wir nicht. Also ich fahre jetzt auch mit etwas unter 55 hier weiter. War nur noch 400 Meter. Ach, du bist gleich auch schon da? Ja, ja. Neutral. Nein, das mit dem Rennen, ich sag mal ganz ehrlich, Maximilian, wir haben. Es wäre lustig gewesen, aber es hätte uns einfach nur unter Druck gesetzt und dann wäre, glaube ich, die ganze. Ja, das glaube ich auch. Leichtes Hauptsignal. Zweimal Kuhn. Oh, was? 44? Scheiße! Ich bin durchgefahren! Nein! Jetzt wirklich? Ja. Scheiße, ja. Restriktiver Modus aktiviert. Oh, man. Okay, wir bleiben hier aber trotzdem mal stehen. Die Bremse ist bereits gelöst. 13:21 Uhr. So, ich stehe. Leichtes Hauptsignal. Kuhn in 0 Meter. Im Bahnhof. Ich zieh mir dann davor. Ich stehe. Ey, nächstes Signal. Grün in 0 Metern. Ich stehe genau auf dem Punkt. Jawohl. Scheiße. Ich stehe 9 Meter hinter dir. Fuck. Scheiße. Okay, ich muss mich mit diesem Zug noch anfreunden. Der bremst ein bisschen langsamer, als ich das kenne. Ja, du hast 7 Wagen hinten dran, mein Lieber. Ja. Und mir schwillt hier der komplette Arm an, aber ich wurde von irgendwas gestochen und das schwillt hier gerade übelst an. Toll, ja. Ich kenn's. Scheiße. Also, meine sehr geehrten Fahrgäste, bitte fahren Sie... 46.600. Okay, 44 Kilometer. Entschuldigung, nehmen Sie bitte den Zug von Maximilian, steht direkt hinter uns. Tut mir leid. Wieso können wir nicht... In 2 Minuten dürfen wir dann noch weiterfahren. Wieso können wir nicht zurücksetzen? Weil man das in echt auch nicht darf.
Also doch, man darf schon mit maximal 25 km/h. Ja, wieso machst du es denn hier nicht? Weil es mühsam zum Programmieren ist. Da gab es noch mal den Class 66 Bug, wenn du den Richtungssender noch zurückgestellt hast und die AFB eingeschaltet hast, dann ist er zurückgefahren. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber nee, das lassen wir mal schön, gell? 13:50 Uhr, 4:05 Uhr, es hat 24 Grad Celsius, es ist sonnig. Oh, es ist aber auch ganz schön warm hier bei mir. Ne? Ja, 44 Kilometer bis zum nächsten Halt, das ist, welches ist, welcher ist denn das? Geschwindigkeit seit 44.690 Metern voraus, Wiener Neustadt Hauptbahnhof. Ach so, das ist dann quasi jetzt hier die. Ich meine, die haben wir doch schon drin, die Strecke hier. Wie ein Die hatten Lightning, wir schon, ja, das. genau. Das heißt, die rauschen wir jetzt einmal gerade durch. Genau. Boah, ich halte mir gerade hier so eine kalte Kappe vom USB-Stick aufs Handgelenk. Das schwingt hier übelst zu. Gut, könnte auch sein, dass ich mir gestern irgendwas gezerrt habe, weil ich war nämlich gestern Abend beim Konzert und musste quasi Dauerklatschen. Also. Ja, gut, dann. Fuck. Oh, das ärgert mich jetzt, dass ich da durchgefahren bin. Wie peinlich ist das denn? Nee. Im Video auch noch, gell? Ja. Ist das da im wahrsten Sinne des Wortes hier ein Crashkurs? Fragezeichen. 13:31 Uhr. Los, was hier bin ich nochmal? Oh man. Vor allem, ich war bei irgendwie 2 oder 3 Kilometern pro Stunde. Dann hat er gesagt, nächste. Dann hat es aufgehört zu bimmeln. Ich so, nicht dein Ernst jetzt. Ja, ich darf übrigens weiterfahren, du glaube ich auch. Fast. 13:51 Uhr. In 10 Sekunden. Ah ja, bei mir geht's schon ab. 13:58 Uhr. Und zwar. Ich bin schon 13:51 Uhr. Hat er bei mir gerade nicht geklingelt, aus irgendeinem Grund. Ja, du bist ja über die Station Ach rübergefahren. so, okay, das war ganz Geschwindigkeitsänderung auf 140 km/h Du, da hast vor uns, gell? 65, 7, also 80, 95, 100 km/h AFD aktiviert. Weißt du, ob jetzt in den nächsten Nein, paar optimal. Metern eine Geschwindigkeitsänderung kommt? Sollte eigentlich, aber die hat er aus irgendeinem Grund nicht übernommen. Also nein. Also fahren wir jetzt hier mit 100 durch. Genau. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Nee, ich meine, ich habe Zeit. Ich habe auch Zeit. Gut. Ist so eine Scheiße, So, ich bin schon wieder auf 90, ich muss langsam aufpassen. Ja, ich bin auf 65 Grad. Ja, meine Lok ist 20 Jahre älter, hat aber mehr Zugkraft. Und das spürst du natürlich voll. So, ich fahre gerade durch Hetzendorf. Woher siehst du das? Ich weiß, weil da ein Signal steht. Ach so. Das nächste Signal ist Atzgersdorf. Bei mir dann. Nächstes Hauptsignal. Cool. Ah, jetzt habe ich aber auch ein grünes Hauptsignal. Gerade da brauchst du ja nichts bestätigen, die kannst du einfach durchrauschen. Genau. Ja, wir werden jetzt bis Wiener Neustadt grün haben. Das ist schön. So ist es in Realität auch. Der Railjet ist nämlich von den Trassen her der erste Zug. Immer zur halben und vollen Stunde. Hinter ihm her fährt dann ein Regionalexpress und dahinter fährt die S-Bahn. Ja, das ist auch in Deutschland so. Aber Ja, das ist auch so, wie es Sinn macht, vor allem. was halt auch das große Problem ist, wenn du mit dem ICE oder was fährst, wenn es dann irgendein Problem gibt, der ICE ist derjenige, der am längsten steht, weil den kannst du nicht mal eben auf einer Station umleiten. Das funktioniert nicht. Genau, das stimmt. Und das wird noch witzig, wenn ich nach Stuttgart fahre. Ich meine, du wirst, glaube ich, mehrfach eine Meldung bekommen bei mir, wo ich stehe oder was los ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist bei mir ja auch so. Du hast im Übrigen gar keine Emergency Calls irgendwie für gesperrten Bahnhof, dass man wegen einem Notarzteinsatz oder irgendwas nicht anfahren darf. Aus dem ganz einfachen Grund dessen, weil ich das ab Dienstag hatte. Saß ich im Du hattest Zug? das? Ja, saß ich im Zug. Also nicht bei TWS, aber ich saß bei uns in der RE6 und da kam dann der Zugführer mit der. Geil. Da kam dann der Zugführer mit der Pizza, mit der SIFA, genau, ist klar. Das hat gepasst. AFB, greifst du noch? Neutral. Offensichtlich nicht mehr. Warum AFD nicht? aktiviert. Wenn ist die AFB ausgegangen? Warum ist die AFB ausgegangen? Ich möchte, dass die AFB anbleibt. Blödes Ding, bleib.
Hast du vielleicht eine Zugkraft zur Niedrigkeit eingestellt? Die eigentlich auch voll zu. Weil die war auch so, ich hab sie mal wieder eingeschaltet. Nee, da kam der Zugführer wegen eines Polizeieinsatzes auf den Bahnsteig, darf der Bahn mit Öl momentan nicht angefahren werden. Ja, da hat irgendeiner verdammte Steine auf die Gleise gelegt. Wow, Steine am Gleis sind wirklich böse. Das kann auch wirklich gefährlich werden. Mhm, genau. Wenn der Stein nämlich groß genug ist, dann springt der Zug. Ja. Aber ob der dann wieder so auf den Schienen bleibt, wie er soll, ist die andere Frage. Ja, genau. Dummdi-dummdi-dumm. 13.32 Uhr. So, ich fahr jetzt durch Leasing. 13.36 Uhr. Leichtes Hauptsignal. Tun. Ja, bei mir kommt gerade auch ein Signal. Leider kann man nicht sehen, zu was das gehört, das Signal. Das wäre eigentlich nochmal cool. Das stimmt, ja. Also meine 54 Passagiere, sie haben gerade exklusiven Service an Bord hier. Ne? Sie haben fast den ganzen Zug für sich mit 7 Wagen. Nein, das sie haben alle Zugbegleiter für sich. Also du kannst auch alle in die Business Class schicken. Zumindest 10 davon. Die ist am letzten Wagen. Also bitte einmal alle nach hinten in die Business Class. Und auch im Fall, also aber auch die erste Klasse ist momentan noch freigegeben. Aber auch nur bis zum nächsten Halt. Ne? Dann müssen sie bitte alle die reservierten Plätze einsammeln, weil da werde ich nicht durchfahren. Wirklich? Ja! Schauen wir mal! Seid bloß ruhig! Zu Not hau ich mit ihr die Bremsen rein! Nein, das Hauptsignal! Tun! Ja, das habe ich vorher auch gemacht in Meiling, eben weil ich das Bremsverhalten vom Zug noch nicht kannte. Ja, wie du gesehen hast, ich auch nicht. Ja. Ich habe so gemacht wie immer. Ich bin mit 20 und dann bei 15 Metern habe ich mit A100 und das hat nicht ganz gereicht. Nein, das Hauptsignal! Tun! Das reicht nicht, nein, das reicht nur bei bis zu 5 Wagen. Was würdest du mir empfehlen, ab 20 runter? Ich würde dir empfehlen, bis du das Bremsverhalten des Zuges kennst, also zumindest beim ersten Halt, so abbremsen, wie es dir das Spiel sagt. Und tendenziell Bremskraft wegnehmen halt. Dann, wenn du langsamer wirst und du merkst, keine Ahnung, das geht sich easy aus, dann schaltest du mal auf Fahrstufe minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, also wegnehmen halt. Okay. So rum. Okay. Würde ich dir empfehlen. So mache ich das eigentlich auch immer. Okay. Nein, das ist gut zu wissen. Oh, nächstes Haupt. Oh, habe ich jetzt die Sprachausgabe abgebrochen? Ups. Ich habe hier noch 36,9 Kilometer. Ja, ich habe 36,3, genau. Ich bin eh seit Meikling die paar hundert Meter vor dir einfach. Ich komme. Ich habe dich gerade angehupt. Kannst du eh noch fahren? Ja, geht. Außer nein, ich fahre ja gerade nicht ich, sondern die AfB. Stimmt natürlich. Bei mir tritt gerade der Lüfter wieder hoch. Außen, zugende, Puffer, vor dem Zug. Ich muss den Lüfter ja selber einstellen, tatsächlich. Ich lasse meinen Zug gerade mal von außen an mir vorbeifahren. Das habe ich auch gerade gemacht. Innen. Alter, hör auf zu quietschen. Also geht doch. Welchen Bug hattest du eigentlich behoben, weswegen du mir eine neue Excel-Datei reingegeben hast? Einmal das mit den Doppeltraktionen. Mhm. Wenn wir in Güterzug gefahren wären, dann hätte der nämlich aus einer Doppeltraktion von Taurus oder F44 bestanden und aus 25 Containerwagen. Und glaub mir, die Doppeltraktion hättest du definitiv gebraucht. Ja. Ich hab's nämlich ohne probiert und keine Chance. Da rollt der Motor hoch und das funktioniert halt. Da passiert nichts, nein. Also doch, er bewegt sich, aber du brauchst ungefähr so eine Sekunde für 1 km/h zum Beschleunigen. Ja, gut. Vielleicht kann man ja auch mal eine ICE-Strecke nach Österreich reinbauen, das wäre eigentlich auch mal cool. Also wenn du mir die Streckendaten irgendwo hernimmst, dann baue ich gerne die Strecke von Frankfurt nach Wien. Nein, das Hauptsignal. Tun. Ich muss mal schauen, wo kriegt man die denn her? Wikipedia. Aber von jeder Strecke einzeln. Und dann muss man rechnen. Wieso, wie meinst du? Naja,
Wenn du von Wien nach Frankfurt fährst zum Beispiel, fährst du erst von Wien Hauptbahnhof über die Westbahn bis Wels ungefähr. Das geht, weil da wird durchgezählt, größtenteils. Danach gehst du aber auf die Strecke Wels-Passau über. Die hat eine andere Kilometrierung. Dann auf die Strecke Passau-Regensburg, Regensburg-Nürnberg, Nürnberg-Würzburg, Würzburg-Frankfurt und so. Das sind alles extra Strecken mit extra Kilometrierung. Die musst du alle zusammenzählen dann. Ich lasse es. Das habe ich mir gedacht. Aber die Westbahn baue ich vielleicht wirklich mal, weil du da halt LZB hast. Mhm. Du hast doch ETCS. Heißt? European Train Control System. Hast du das eigentlich schon drin? Wie die LZB nur weiterentwickelt. Hast du das schon drin? Nee, ne? Es existiert halb theoretisch. Wird nur nie eingesetzt. Genau. Und ich muss die Programmierung noch überarbeiten dafür. Wenn du beim Programmieren irgendwann mal Hilfe brauchst in 3 Jahren, sag Bescheid. Welche Sprachen lernst du da? Java, C++, glaube ich. Ah, mit den zwei würdest du den Programmiercode wahrscheinlich sogar verstehen. Also Java habe ich schon mit angefangen. Ah, cool. Hallo Welt funktioniert schon mal. Immerhin. System Output in Ölung. Neue Benachrichtigung von Twitter. Das war tatsächlich auch mein erstes Hallo Welt. Schnauze Twitter. Schnauze Sifa. Ich habe meiner Sifa auch gerade den Mund verboten. Ich glaube, ich werde mir dein Video definitiv auch mal anhören. Und ich glaube, andersrum genauso, gell? Ja, ja, ich werde mir das auf jeden Fall auch mal geben. So, und ich habe keine Ahnung, wo ich aktuell bin. Ich habe noch 30 Kilometer. Ich auch, 30,5. Ja, ja, ich bin ungefähr diese 550 Meter vor dir oder so. Was ist das nächste Signal? Nächstes Hauptsignal. Grün in 1489 Meter. 1489 Meter grün. Genau, auf das fahre ich auch gerade zu. Ich muss immer aufpassen, wenn ich nämlich, ich gucke mal grundsätzlich mit der 5 nach dem nächsten Signal. Ich bin einmal eine Taste zu weit links, habe ich die 4 aus, was ich während der Fahrt die PZB ausgemacht. Das mag er ja gar nicht. Oh, das tötet dich, ja. Das mag er ja gar nicht. Nächstes Hauptsignal. Das mag er gar nicht, nein. Bist du dann auch im realen Zug zwangsgebremst eigentlich? Ja, bist du. Genauso, wenn du die Sifa deaktivierst während der Fahrt. Ja gut, das können wir ja immer nicht. Nee, die kann man nur in den Einstellungen deaktivieren. Du als Zugexperte, du hast doch ganz sicher 2016 von dem Chaos in Bad Aibling gehört, bei uns hier in Deutschland. Ich habe von einigen Sachen gehört, die als Chaos bezeichnet wurden. Was genau war da? Da sind 2 Regionalzüge ineinander gefahren. Das war das, ja. Die eingleisige Strecke, wo die 2 Züge zusammengestoßen sind. Richtig. Ja, ich weiß schon. Und das nur, weil der Fahrdienst leider gespielt hat. Ja. Genau. Idiot. Huch, wo fahr ich denn jetzt drüber? Nächstes Hauptsignal. Wieso meinst du? Weil das gerade auf einmal so hoch wohl auf einmal runter. Vielleicht ein Tunnel. Vielleicht. Der Gumpolskirchener Tunnel wäre das dann gewesen. Okay. Das nächste Signal bei dir ist dann Baden. Ah, da bin ich gerade drüber. Ja, genau. Und ich bin jetzt auch gerade bei Baden durch, glaube ich, und jetzt kommt der Bad Fürslau. Aber ich übernehme da keine Gewähr dafür. Ich weiß, die nächste Stelle, an der ich sie kenne, die ist erst in Felixdorf. Ja, hallo, ich bin hier drüben. Wird das genau so beschrieben? Was? Ja, bei Felixdorf, F-E-L-I-X. Und Dorf hinten dran? Ja, genau. Geil. Es ist ja nicht so, dass wir auch in Österreich einen Felix Tomatenketchup haben. Also, doch, haben wir auch. Ich weiß. Ich kenne tatsächlich den Geschäftsführer davon. Nicht dein Herz jetzt. Doch, der war mal für einen Vortrag bei uns in der Schule. Geil. Wieso? Heißt der Felix mit Vornamen oder was? Nein, ich weiß auch nicht, warum die Marke Felix heißt. Also ich bin es zumindest nicht. Ich glaube, das war der Nachname vom Gründer. Aber ich bin mir nicht sicher. 26,1 Kilometer mit 100
auf. Hey, du hast schon 20 geschafft. Geschwindigkeitsänderung auf 140 km/h in 24.700 Metern voraus. 24 Kilometer geht die Geschwindigkeit auf 140. Das werde ich dann aber nicht mehr beschleunigen. Ich bin ja nicht wahnsinnig. Weil ich denke, ob ich bald schon abbremsen darf. 13 Uhr 18.20. 13 Uhr 32. Da kannst du sogar noch hochgehen. Auf 120 kannst du auf jeden Fall hochgehen. Ob wir das noch schaffen? Ich habe jetzt 18 nach 2, 18 nach 1 und um 32 muss da sein. Das wird eng, ja, das wird eng. Aber auch bei dir, oder? Mhm, genauso. Aber weißt du, was wir machen können? Hm? 105 fahren. Nein, das Hauptsignal. Okay, 3, 2, 1. 105 km/h. Dann dürfte er aber schon piepen, oder? Bei 110 gibt's ja noch nicht, nein. Du bist dir... erst, wenn man drüber ist. Du bist dir sicher, ja? Ich bin gerade auf 110 km/h. Okay, ich drück jetzt mal drauf, so. Liebe Leute, mach das nicht. Nein. Das ist verboten. Das ist streng verboten. Wenn uns jetzt Fahrdienstleiter sehen würden, die würden uns sofort zum Anhalten zwingen. Ja. Oder uns am nächsten Punkt... Tee und Kekse mit dem Manager. Bitte? Tee und Kekse mit dem Manager. Die würden uns an der nächsten Haltestelle Nothalt reinhauen. LZB Nothalt. Ich meine, die können ja von fern die Züge stoppen. Was können die ja? Ja, sie können den rotes Signal reinhauen. Na, nee, das meine ich nicht mal. Die können an der Strecke ein Signal setzen, so ein Signal setzen, wenn der Zug da drüber fährt, hält er an. Aber der LZB meinst du? Mhm. Ja, da geht das, genau. Bei der PZB können sie den rotes reinhauen und sobald du das überfährst, hast du eine Zwangsbremse. Na, ich das Hauptsignal. Im Prinzip passiert bei der LZB das gleiche, nur ist das Signal natürlich simuliert. Aber spätestens dann brüllt der Funkzimmer, machst du da? Ja, genau. Aber die sehen das gar nicht so direkt. Also bei der PZB-Überwachung sehen sie es nicht. Bei der LZB-Überwachung, ja, da sehen sie es, bei der PZB-Überwachung nicht. Da fällt es dann erst beim Fahrtenschreiber auf. Den hast du übrigens schon. Wie siehst du den? Du siehst den TWS gar nicht, ich weiß ja, dass du den hast. Nein, das ist egal. Achso, du hast den gar nicht bei deinem. Na. Von der Baureihe her hast du ihn. Hm. Bei mir wurde er, ich glaube, ab damals noch 1044, 250 oder so wurde eingebaut. Und die Nummern gingen nur bis 290. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn nicht habe oder nicht hatte, ist relativ hoch. Aber ich glaube, im 1144er Umbau habe ich ihn auch bekommen. Also, wir haben ihn beide. Wir müssen beide zum Manager, wenn wir angekommen sind. Mist. Ja. So. 20,5 noch. 21,0. Ja, genau. Eben, 550 Meter ungefähr. Geil! So. Die Südbahn. Eigentlich eine ganz interessante Strecke. Wenn man sie im Regionalverkehr fährt, vor allem. Und es gibt einen ganzen Haufen Güterterminals an der Strecke. Und Abstellgleise. Wurden alle nachgebaut. Das heißt, wenn ich irgendwann mal... Also ich kann die Strecke jetzt auch durchaus, auch wenn wir nicht aufnehmen, eigentlich fahren. In die eine Richtung ist ja alles fertig, oder wie sieht das aus? Ja. Gut. Nur die andere Richtung fehlen Fahrpläne. Ja. Und du kannst ja auch ohne Fahrplan fahren. Du kannst ja einfach zwei Güterterminals auswählen. Keine Ahnung. Der erste zum Beispiel ist direkt die Abstellgleise an der Ostseite vom Hauptbahnhof. Mhm. Und dann kannst du, keine Ahnung, wie eine Neustadt Hauptbahnhof Gleisgruppe 700 fahren oder so, mit dem Güterzug. Aber ich kann mir auch einen Fahrplan auswählen. Du kannst auch den GZ-Fahrplan auswählen, ja. Der fährt genau das, nur dann noch weiter über Semmering bis Mitzzuschlag. Also bis ans Ende. Optimal. Nein, das ist die Hälfte. Mit was für 25 Containerwagen? Welche Lokomotive? Ich würde dir... einen der zwei Tauri, eine 1144 oder eine 185-2 empfehlen. Und egal was du nimmst, mach Doppeltraktion. Sp-
spätestens am Semmering brauchst du es. Da kann dir einfach Traktion den Zug nicht auf Geschwindigkeit halten. Da gehst du nämlich ordentlich hoch. No. Leichtes so Aufsichtbar. 28 cool. Promille. Oh. Yep. Ich war an der Bahnstrecke vor ein paar Tagen. Okay. Es ist ziemlich beeindruckend, wenn die Alpenstaubsauger da als Vorspannloks mit einer Vectron und 25 Güterwagen hochrollen und du hörst, dass sie sich immer noch anstrengen. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Ich fand es so geil. Stell dich in Gütersloh am Hauptbahnhof. Achtung, auf Gleis 2. Ein Zug fährt durch. Ja, kommt dann ICE rein, hält und macht die Türen auf. Ich so, Der hat auch die Türen aufgemacht? Ja! Da sind Leute außen eingestiegen! Leichtes Hauptsignal. Tun. Habt ihr normalerweise ICE? Nein. Sonst wäre ich nicht so verwirrt. Sehr komisch. Ich meine, ja, früher gab es das hier manchmal an der Westbahn, als die Railjets neu kamen, in Amstetten. Das war eigentlich nur in Intercity halt, da gab es keine Railjets. Aber manchmal, wenn halt keine IC-Garnitur da war oder die ausgefallen ist, aus welchem Grund auch immer, dann haben sie natürlich einen Railjet reingeschickt. Leichtes Hauptsignal. Beziehungsweise einen der Linz-Wien-Railjets in Amstetten halten lassen. Nee, vor allem, da hat er noch gesagt, er fährt durch. Also, ja, das ist nicht normal. Ich war nicht der Einzige am Bahnsteig, der verwirrt war. Egal. Cool. Klar, er wurde wahrscheinlich auch nicht angezeigt. Wir dachten uns alle sowas zu. Und dann durfte ich noch rennen bezüglich eines Gleiswechsels. Toll. Ah, der nächste, mag doch jeder, oder? Der nächste DB-Navigator, der zeigt dir das jetzt auch mittlerweile als Push-Mitteilung an. Das ist ganz geil eigentlich. Ja, wenn du die Routen abonniert hast, denke ich mal, oder? Mhm. Ja. Ja, das kann bei mir Scotty auch. Sehr nett. Nein, das Hauptsignal. Tun. Ich hasse den alten DB-Navigator. Der neue, der ist cool. Den mag ich sehr. Ja, kann man im neuen auch nur Verbindungen nachsehen, ohne ein Ticket zu buchen? Ja. Hat er einen Abfahrtsmonitor? Ja. Okay, den muss ich mir suchen, den habe ich bisher nämlich nicht gefunden. Soll ich den Link schicken? Den Navigator habe ich eh, ich meine den Abfahrts. Neue Benachrichtigung von WhatsApp, Apfelbaum, nicht ein. Achso, das ist, wenn du oben im Startbildschirm bist, hast du ja deine Schaltfläche einfache Fahrt. Ja? Da tippst du drauf und dann hast du da ja Abfahrten und Ankünfte. Das ist das. Ja? Ah, okay. Und da werden dir alle Züge von einem Bahnhof angezeigt. Yep, die in der nächsten Stunde fahren, ja. Okay. Ja, du kannst auch die Zeit auswählen und da wird auch schon direkt angezeigt, ob er Verspätung hat. Und wenn sie es wissen, warum. Klar. Ja, das ist dann der übliche Abfahrtsmonitor. Ich benutze die App nur noch, wenn ich reise. Verstehe ich. Du benutzt die App der ÖBB ja auch nur. Genau, ich habe auch immer ÖBB Scotty. Eben aus dem gleichen Grund. Hast du deinen Hund auch im Dock liegen? Wie bitte? Hast du deinen Abfahrtsplaner auch im Dock liegen und in der Dockleiste? Nein, nein, aber auf der ersten Seite. Meine liegt im Dock. Das geht natürlich auch. Dock habe ich, Telefon und E-Mail und sowas. Ja, bei mir ist da Kindle, NextDB Navigator, Mail und WhatsApp. Ja, das geht natürlich auch. Neue Benachrichtigung von Twitter. Schnauze Twitter. Also tut mir leid, ihr werdet hier in der Aufnahme einige Benachrichtigungen hören, aber ich breche es immer ab, wenn ich sie höre, also tut mir leid. Wir wollen deine Selbstgespräche auf Twitter nicht mithören, gell? Denkst du, er ist Retourkutsche für den komischen Kauz vorher? Okay, akzeptiert. Ich glaube, mein nächstes Signal ist in Leobersdorf. Ich bin jetzt gleich da, einstellig. Einstellig sag ich hier. Vierstellig. Meine ich ja. Ja, genau, ich auch. Und zwar jetzt. Ja, ich noch nicht, ich bin jetzt bei 10.4. Genau. Ja, es kommt nicht hinter der Zeit. 13.27, 13.32, 0. Auf keinen Fall. Was? Mit der Zeit, das kommt nicht hin. Nee, no way. Naja, wir wissen ja auch eigentlich schon, zumindest bei mir, was die Verspätung ist.
Ich kann es dir auch ganz genau sagen. Cool. Grund dafür ist die Verspätung eines vorherigen Zuges. Wir bitten um Entschuldigung. Okay. Und bei mir ist es einfach über Benta-Lokführer. Leichtes Hauptsignal. Cool. Fahr mal schneller, Mann! Also nur für dich zu Info, ich hab dich gerade mit beiden Hörnern angehupt. Ich weiß, ich hab zurückgehupt. Ernsthaft? Sag mal, haben wir irgendwie eine telepathische Verbindung oder so? Wie bitte? Ich frag grad, haben wir irgendwie eine telepathische Verbindung oder so? Keine Ahnung. Geschwindigkeitsänderung auf 140 km/h, 7417 Meter pro Haus. Die zwei Signale, die da so kurz zusammen sind, das ist Felix, doch? Leichtes Hauptsignal, cool. Müsstest du mit Leichtes Hauptsignal, cool. Ja, diese beiden kurzen da, ne? Genau, das ist Felix, doch. Ja, da bin ich gerade. Das eine ist der Bahnhof und das andere ist das Abstellgleis. Ja, in dem Moment, wo du es gerade sagtest, bin ich durchgefahren. Ja, genau. Das nächste ist Theresienfeld. Mhm. Da wohne ich. Ich fahr gerade bei mir vorbei, oder? Was nochmal cool wäre in CWS, wäre, also wir haben ja die Klasse 66, aber die fällt ja wirklich nur in England, ne? Ja, die fährt auch in Deutschland. Dass wir die vielleicht mal irgendwie in Doppeltraktion bauen können, dass wir dann auch Dings machen können. Ja, stimmt, das müsste ich mal machen, ja. Dass ich mit der dann die Güterzüge fahren kann. Ja, stimmt. Wobei du dich ja auch nochmal damit im Sound beschäftigen wolltest, hast du gesagt. Auch ja, auch mit der 185 und dem 86-2. Ja, genau, bei den zwei will ich auch noch. ÖBB 2016 will ich auch nachbauen. So, und jetzt fahre ich bei meinem Haus vorbei. 2016 ist welche? Der Herkules, der Diesel-Lok. Willst du auch noch machen? Hm. Hast du das Haus für? Ist zu wenige, das ist das Problem. Ja, scheiße. Ja. Es ist diese Variante vom Taurus, wenn man so will. Oh. Also, das hättest du mal gesagt, ruf mal bei der ÖBB an und frag, ob du mal hin kannst, aber. Mache ich vielleicht wirklich mal. Das Bahnpersonal ist überaus nett. Ja, dann nehme ich aber mit. Ich meine, ich fahre nur zwei Stunden bis München und von München nach Wien kann ich durchfahren. Ja, mit dem Railjet, genau. Siehst du? Ich empfehle dir den Wagen 25 oder 26. Das ist erste Klasse. Aber durchaus teuer. Neue Benachrichtigung vom Wagen. Ich habe den Behindertenausweis, ja. Ja, genau. Der EU-weit günstig ist bei dir. Weiß ich nicht. Bring das mal in Erfahrung, aber er wird's sein. Dann kaufst du dir zweite Klasse-Tickets, pflanzt dich auf den Platz für Beeinträchtigte im ersten Erste-Klasse-Wagen und chillst dein Leben. Okay. Mach ich auch öfter in letzter Zeit. Geil. So, das nächste Signal, das bei mir folgt, ist Wiener Neustadt Nord. So, ja, ich bin bei 4,5. Jetzt muss ich gleich langsam aufpassen. Ich bin jetzt bei 4. Jetzt muss ich gleich langsam aufpassen. Mach was. Ich fahr nicht durch, ich sag's dir. Schauen wir mal. Sei ruhig. Wehe, du legst mich ab bei der Einfahrt, wehe. Soll ich dir sagen, wenn bei mir die Einfahrtsinfo kommt? Nein. Okay. Die käme vielleicht eh später. Dadurch, dass ich mehr Zugkraft habe, kann es durchaus sein, dass ich später bremse als du. Soll ich dir Bescheid sagen? Nein, das Hauptsignal. Kannst du machen. So, ich bin jetzt bei 3,5. Ich bin bei 3,0. Geschwindigkeitsänderung auf 140 km/h in 2256 Metern pro Haus. Ich durchfahre jetzt Wiener Neustadt Nord. Sollen wir danach noch weiterfahren? Ja, ne? Ist doch eigentlich gerade entspannt und lustig. Ja, ich weiß halt nicht, bis wohin wir kommen, weil ich nicht genau weiß, ob das ein Zug ist, der in Semmering hält oder ob der es in Münz zum Schock hält. Aber ja, wir können auf jeden Fall weiterfahren, denke ich. Ach, weißt du was? Wir fahren einfach mal, ne? Ich meine, wir haben ja Zeit. Genau, wir fahren einfach und gucken, wo wir hinkommen. Nein, ja. So, bei mir das nächste Signal ist Wiener Neustadt Hauptbahnhof, Gleisgruppe 200. Bist du sicher, dass wir vor der Einfahrt kein Signal mehr haben, was bestätigt werden muss? Ich bin mir ganz sicher. Leichtes Hauptsignal. Cool. Geschwindigkeitsänderung auf 140 km/h in 767 Metern voraus. Ah, okay, ja, jetzt gleich darf ich anziehen auf 140, aber ich werde auf 120 anziehen. Würde ich dir empfehlen, ja. Wenn ich nicht vorher die Halteinfo kriege. So.
Bei mir das nächste Signal ist eh schon für Wiener Neustadt. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 120 km/h. Schnelles Hauptsignal. Tun. Ich habe keinen Bock durchzufahren, weil ich habe es jetzt gerade erst gekriegt. Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h in 800 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal. Tun. Okay, ich muss in... Jetzt habe ich die alte... Ich brenne schon. Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h in 400 Metern voraus. In 400 Metern ist eh schon wieder Geschwindigkeitsbegrenzung von 120. Das heißt, mit der 140, das passt eh nicht so ganz. Neue Benachrichtigung von Walzab. Apfel. Tipp, zieh mal die Bremse kurz an. Wieso wird es uns eng? Der Bremsweg ist knapp bemessen, ja. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 120 km/h. Das sieht gut aus. Okay, ja, bei mir hätte es sich auch ausgegangen im Endeffekt, aber ich habe die Bremse kurz angezogen für ein paar Meter. Ich dachte mir halt. Hey, 2 Minuten Verspätung nur. Ich bin jetzt wieder auf 20 und jetzt ziehe ich gleich mal ab 50 wieder runter. Ja. Soll ich auf dich warten oder soll ich weiterfahren? Fahr schon. Okay. Okay, der nächste Halt ist Mürzzuschlag. So, jetzt rollen wir mit 2 km/h rein. Wie viel hast du noch? 4 Meter. Okay, ja. Eigentlich bremst der Ranger eh sehr gut. Respektiver Modus aktiviert. Nächstes Hauptsignal. Gut, nächstes Hauptsignal. Oh nee, ich habe eine Zwangsbremsung bekommen. Neutral. Weißt du warum? Wieso? Weil ich vergessen habe, mich zu befreien. 115 km/h, 120 km/h. Ich warne dich vor, es kommt gleich eine 100er Begrenzung. Ich bin jetzt, okay, ja, ich... Geschwindigkeitsänderung auf 100 km/h in 299 Metern pro Stunde geschossen. Ich glaube, ich bleib auf 100 km/h. Weiter geht's. Und die hat mich eben so rausgebracht, dass ich vergessen habe, mich zu befreien. So. Ja, in ein paar hundert Metern geht's eh auf 150. So, befreit bin ich schon mal. Sehr schön. Da habe ich schon mal keine Probleme mehr mit. Geschwindigkeitsänderung auf 100 km/h in 202 Metern voraus. Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h in 200 Metern voraus. 200 Metern? Was sagen die Signale? Nächstes Hauptsignal. Zweimal. Oh, zweimal grün. Nächstes Hauptsignal. Zweimal grün in 2367 Metern. Toll, ich krieg die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. Was bekommst du? Zweimal grün. Ja, ich sehe es, habe ich ja auch gerade. 100, ne? Ja. 95 km/h, 100 km/h, AFD aktiviert. Ich hab das schon gesehen. Ich weiß auch nicht, warum ich das gerade reingehauen bekommen habe. Ja, du, ich hab das hier aber auch voraus. Ja, eben. Deswegen, das ist die Schrecke einfach. Oder hat er dich zwangsgebremst? Ah, jetzt ist grün. Okay, ist grün geworden. Interessant. Ja, ich fahr einfach mal drauf zu, weil die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 150 km/h. Nächstes Hauptsignal. Kuhn in 1493 Meter, 110 km, 132 km, 150 km/h. 160 km. Geschwindigkeitsänderung auf 160 km/h in 451 Meter voraus. Meine müsste ich da schon ab, bei meiner sind 160 nämlich Höchsttempo. Nächstes Hauptsignal. Kuhn. Im Gegensatz zu dir. Bei meiner ist 130. Genau, bei dir ist die 160 gechillt. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 160 Geschwindigkeitsänderung auf 150 km/h in 1822 Metern voraus. Grün bei mir, das ist St. Egiden. Ich gehe aber davon aus, dass sich das noch ändert auf grün. Ich auch. Geil, das klingt gerade so geil. Meine Lok geht hoch mit der Geschwindigkeit und unter mir säuft der Lüfter ab. Schön. Nächstes Hauptsignal. Tun. Ja, wenn ich bei mir den Lüfter abdrehen würde und nicht über die AFB beschleunige, dann würde die Beschleunigung direkt aufhören. Ich würde sagen, da passiert nichts mehr. Genau. Wie funktioniert das mit dem Lüfter jetzt momentan? Akut ist hoch. Nee, scharfes S ist hochschalten auf normal und dann stark und akut ist runterschalten. Okay. So, wie schnell bist du? 146. Ich habe jetzt 155, also man merkt schon, dass meine Beschleunigungskurve deutlich flacher ist als deine. Ja gut, ich habe auch mehr Wagen drin. Ja, aber du hast vor allem eine stärkere
Lok mit höherer Höchstgeschwindigkeit. Also im hohen Geschwindigkeitsverkehr hast du eine Höhe. In der hohen Geschwindigkeit hast du eine höhere Zugkraft als ich. Wehe, ich habe jetzt gleich. Wehe, das ist gleich nicht. Zweimal Kuhn in 4253. Wehe, dann haben wir ein Problem. Mhm, allerdings. Was denkst du, wird grün oder? Weil wir sind, ich bin jetzt 4000 Meter davor. Leicht das ist auch nicht grün. Zweimal Kuhn in 3801 Meter. Bei mir ist auch noch doppelt grün. Ah, jetzt ist grün. Jetzt ist bei dir grün? Bei mir ist grün, ja, ich habe noch 2,5. Okay. Leichtes Hauptsignal. Kuhn in 3235 Meter. Ah, jetzt, ja, 3200, jetzt ist bei mir auch grün. Gott sei Dank. Vielleicht stoppen wir wirklich. Geschwindigkeit sei 62.635 ja, Metern voraus. Mörs-Zuschlag. Mörs-Zuschlag, wo ist das denn? Mörs-Zuschlag? Hm. Das ist über den Semmering drüber in der Nordsteiermark. Achso, noch Österreich. Jo. Bleiben wir in Österreich? Ja, ja. Okay, bei mir kommt in 6 Kilometern ungefähr der 150er. Ja, den habe ich schon gesehen. Ich würde sagen, wir halten den ein, auch wenn wir rein von den Spielreaktionen her mit 160 reinfahren können. Ja, ja klar. Aber muss man hin. 14:30. 14:39. Sollen wir da ankommen, das klappt. Ja, aber glaub mir, wir werden die Zeit brauchen. Und weißt du warum? Wieso? Weil dazwischen 40 Kilometer Semmeringbahn mit maximal 85 km/h liegen. Oh. Autsch. Genau. Also da haben die unsere Leute auf jeden Fall was zu hören. Nein, das Hauptsignal. Kuhn. Ja. Autsch. Diese Semmeringbahn ist diese Alpenbahn, ne? Genau. Die erste normalspurige Gebirgsbahn Europas. Also da wird es gleich wirklich mit der hoch, runter. Es geht vor allem hoch. Und dann ab Semmering geht's runter. Oh. Scheiße. Ach ja. Das wird gleich witzig. Ja. Man müsste eigentlich fast ohne AFB fahren dann. Nein! Das mache ich nicht. So, bei mir kommt gleich der 150er. Ja, wird bei mir gleich auch. Geschwindigkeitsänderung auf 150 km/h in 2703 Meter voraus. Ja, du bist knapp einen Kilometer vor mir. Ja, glaube ich auch. Ja, ich habe ja. Ich bin eine Minute vor dir abgefahren, also. Ja. Geschwindigkeitsbegrenzung von 150 km/h in 2000 Metern voraus. Geschwindigkeitsbegrenzung von 150 km/h in 1800 Metern voraus. Geschwindigkeitsbegrenzung von 150. Hast du schon mal den Führerstand von einem Taurus? Geschwindigkeitsbegrenzung von 150 km/h in 4. Oben? Aber nicht während der Fahrt. Geschwindigkeitsbegrenzung von 150 km/h in 1200 Metern voraus. Geschwindigkeitsbegrenzung von 150 km/h in 1000 Metern voraus. Aber wenn ich mir eine Lok aussuchen müsste zum vorne mitfahren von den ÖBB, dann wäre das eh eine 1144. 150 km/h. Die sind halt noch so. Geschwindigkeitsbegrenzung von 150 km/h in 400 Metern voraus. Die leben noch, wenn man so Geschwindigkeitsbegrenzung will. Geschwindigkeitsbegrenzung von 150 km/h in 200 Metern voraus. Nächstes Hauptsignal. Kuhn. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 150 km/h. So. Ach, es geht übrigens bergab. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist. Ja, meiner fällt gerade 151. Ah, jetzt zieht er auch zurück. Ja. Geschwindigkeitsänderung auf 140 km/h in 4150. In 4 Kilometern geht es 140, oder? Leichtes Hauptsignal. Kuhn. Hui. Macht aber Spaß. Das macht Spaß, ja voll. Auch wenn man einfach nur so dahin fährt. Ja. Vor allem eine Strecke, die man nicht kennt. Ja. Was ist eigentlich das Signal Halt erwarten? Was meinst du? Das Signal Halt erwarten. Das hat man bei Güterzügen manchmal, glaube ich. Das ist im Prinzip, wenn dir ein Vorsignal sagt, dass das Hauptsignal Halt zeigt. Welche Farbe ist das? Das Hauptsignal ist rot, bei Vorsignal, ich glaube, das ist orange, ich weiß es nicht. Hast du es nicht drin, ne? Nein, ein Vorsignal, der Hauptsignal. Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km/h in 2000 Metern voraus.
Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km/h in 1800 Metern voraus. Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km/h. Geschwindigkeitsbegrenzung. Lichter aktiviert. Oh, meine Leute fahren hier die ganze Zeit im Dunkeln mit. Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km/h in 1200 Metern voraus. Du hast kein Licht an, oder was? Ja. Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km/h in 1000 Metern voraus. Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km/h in 800 Metern voraus. Ja, ich jetzt gleich hier. Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km/h. Bei mir, ich muss jetzt runterschalten. Genau. Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km/h in 400 Metern voraus. Nice. Also ich habe mich so Geschwindigkeitsbegrenzung von 140 km/h in 200 Metern voraus. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit mit 140 km/h Geschwindigkeitseinderung auf 150 km/h in 3820 Metern voraus. Genau. Ich habe noch 49,8 Kilometer. Ich habe 48,9. Ja, ungefähr ein Kilometer. Leichtes Hauptsignal. Ja. Cool. 800 bis 900 Meter sind wir auseinander. Mhm. Dein Zug, also der Railjet, ich meine, mit der 1116 auch nicht, genauso wenig wie meiner. Aber der Zuglauf kommt eigentlich schon aus Praha. Der ist schon 4 Stunden unterwegs, seit Wien. Also bis Wien. Okay. Ja. Von Praha über Brunn und. Also Brunn und Przeclaw bis Wien. Und weiter nach Graz. Eigentlich wäre mit 1216 bespannt. Leichtes Hauptsignal. Cool. Aber eben in meinem Fall ist die originale Garnitur ausgefallen, deswegen fahre ich ja erst Ersatz mit einer 44 und 5 Dorsus. Und in deinem Fall ist die Lok ausgefallen. Ja. Ach ja, mit den Dorsus darf ich eigentlich gar nicht über Semmering fahren. Oh. Wir machen es trotzdem. Warum nicht? Zu hoch. Nein, das Hauptsignal. Cool. Also, die Dorsus, nicht der Semmering. Ah, ich muss schon wieder 150 fahren, wow. Ja, ich jetzt gleich in einem Kilometer ungefähr. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit jetzt. Beträgt 150 km/h. Geschwindigkeitseinderung auf 80 km/h in 5546 Metern. Ich roll eh und beschleunige dadurch. Also, warum sollte ich Gas geben und Energie verbrennen? In 5 Kilometern muss ich runter auf 80. Ich glaube, da beginnt dann die Semmeringbahn. Das wird lustig. Mhm. Ja, da beginnt dann die Semmeringbahn ziemlich genau. Und ich glaube, ich fahre den dann nur so aus Prinzip ohne AFB. Ja, ich fahre mit. Ich bin den noch nie gefahren. Also mit dem Zug schon in echt, aber in TWS noch nie. Okay. Ja, die Bahn hier ist ja jetzt auch neu. Genau, ich bin auch die Strecke hier in TWS noch nie gefahren, aber ich kenne sie als Fahrgast. Fun Fact, ich auch nicht. Ich weiß. Sobald er jetzt gleich piept, ziehe ich die AFB runter. Ich schalte sie schon mal ab. 115 km/h, 110 km/h, 195 km/h, 85 km/h. Ja, ab geht. Was? Ich habe die AFB schon mal abgestellt und auf 80 runtergedreht. Und habe dann gerade gemerkt, scheiße, es geht bergab, ich muss gerade zurückziehen. Leichtes Hauptsignal. Ja. Geschwindigkeitseinderung auf 80 km/h in 2202 Metern voraus. Zu piepsen, ich die AFB wieder anmachen. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h in 2000 Metern voraus. Abwärtsdruck, hallo. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h in 8. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h in 1600 Metern voraus. Nice, das Hauptsignal. Cool. Geschwindigkeitsbegrenzung AFB aktiviert. Wie weit hast du noch? Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h, Geschwindigkeitseinderung auf 80 km/h in 1144 Metern voraus. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h in 1000 Metern voraus. Okay, bei mir ist gerade, als ich dich gefragt habe, bin ich den Tausender überfahren. Das heißt, Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h in 800 Metern voraus. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h. So, und ich bin auf 80.
Aber ich habe die Begrenzung noch nicht überfahren. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h in 400 Metern voraus. 400 Meter und ich bin jetzt auf 80. Ja, wir sind jetzt ziemlich gleich auf. Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h in 200 Metern voraus. Genau, same. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 80 km/h. Yep. Geschwindigkeitsänderung auf 70 km/h in 637 Metern vor. Oh, in 600 Metern schon auf 70 runter. Oh. Genau. Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h in 400 Metern voraus. Dass ich die Bremsen schon mal leicht anlege. 70 km/h. Ich jetzt. Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h in 200 Metern voraus. Jetzt. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit betreibt sie Geschwindigkeitsänderung auf 80 km/h in 2505. 2 Kilometer und auf 80. Komplettes Handgelenk schwillt zu. Toll. Ich hoffe auch nicht, dass ich damit dann noch ins Krankenhaus bald irgendwann darf. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ja. Zug hält sich hier die ganze Zeit zurück. Siefer. Oh, wieso hast du vorher nicht gepiept? Bei mir kam gerade schon die Ansage Siefer. Da musste ich ganz schön schnell drücken. Warum hat der nicht gepiepst? Spannend. Hast du es vielleicht überhört? Nee. Interessant. Bei mir piepst er immer. Leichtes Hauptsignal. Grün. Vorstellen, dass ich das gehört habe, hat bei mir nicht gepiept gerade. Sehr interessant. Okay. Schon wieder okay, nicht. Ich... Interessant. Der muss ich mir mal anschauen. Der piept bei mir nicht mehr. Okay, ich bin mittlerweile sicher deutlich hinter dir. Ich halte den Zug nämlich immer auf 70. Das heißt, sobald er 71 hat, bremse ich ein bisschen. Wo bist du jetzt? Bei wie vielen Kilometern? Warte. 38,3. 38,2. Ja. Yay. 100 Meter hinter dir, genau. Erster. Schau mal, wie lang. Ohne AFB habe ich auch den Vorteil von schnelleren Beschleunigungen und ärgeren Bremskurven natürlich. Nee, aber der piepst nicht mehr. Ich muss jetzt auf die SIFA-Stimme achten. Du kannst doch einfach alle paar Zeiten mal drücken. Kommt mal irgendwann rein. Bei mir hört man jetzt die ganze Zeit Luft zischen, weil ich die ganze Zeit bremse und löse. Ja, ich werde es bei dir auf jeden Fall auch mit mal anhören, das ist dein Video. Ja, ich werde mir deins auch anhören. Bis wo fahren wir denn? Gute Frage. Wir können eben mit dem Zuschlag fahren. Ja, klar. Aber ob wir dann noch weiterfahren, ist die Frage. 80 km/h. Was? Ich darf jetzt Gas geben, jedenfalls. Ich gerade auch. Bis auf 80. Genau. Geschwindigkeitsänderung auf 70 km/h in 2500 Metern voraus. Dafür 2,5 Kilometer mit auf 70 Stunden. Yep. Genau. SIFA. Geschwindigkeit. Sagte mir schon wieder Bescheid, dass Geschwindigkeitsbegrenzung folgt, weil er piepst neulich. Mhm. Wahrscheinlich schon eine Runde. Ja. Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h in 800 Metern voraus. Die Info reingehauen. Mhm. In welcher Stimme arbeitest du? In welchem Screenreader? Ich hab die Sapi. Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h in 1600 Metern voraus. Jaws läuft im Hintergrund. Ach so. Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h in 1400 Metern voraus. SIFA. 35 Kilometer. Geschwindigkeit 13.52 Uhr, 14.30 Uhr. Wo bist du? Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h in 1000 Metern voraus. Leichtes Hauptsignal. Jetzt habe ich 1000 Meter 70. Ja, ich bin noch ein bisschen vor dir. Geschwindigkeitsänderung auf 70 km/h in 783 Metern voraus. Ja, ich habe jetzt den 800er gehabt.
Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h in Sekunden. Mein Lüfter säuft ab. Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h in 400 Metern voraus. Bremse auf 70. Ja, ich hab noch 400er. 75 km/h. Geschwindigkeitsänderung auf 70 km/h in 235 Metern voraus. Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h in 200 Metern voraus. Ah, okay. Also du reizt wirklich alles aus, was geht. Warum nicht? Ich meine, wir haben Zeit. Leichtes Hauptsignal. Tun. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 70 km/h. Geschwindigkeitsänderung auf 60 km/h in 2739 Metern voraus. Super. Ich muss gestehen, ich habe gerade keine Ahnung, wo wir sind, so betriebsstellenmäßig, aber wir dürften schon am Semmering sein. Was witzig ist, weil es geht immer noch bergab. Mein Lüfter geht wieder hoch. Klingt wie so ein zu startendes Flugzeugtriebwerk. Mhm. Stimmt, ja, schon ein bisschen. Früher mochte ich die Taurus überhaupt nicht. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h in 2000 Metern voraus. Auch grottenschlecht. Also, der ist jetzt schon deutlich besser, finde ich. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h in 1800 Metern voraus. Ich bin schon bei 1800. Ja, eben, du bist 200 vor mir. Hui! Oh, Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h in 1600 Metern voraus. Tunnel oder was? Ich bin kurz nach 1600. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h in 1400 Metern voraus. Und eigentlich sollte es hier bergauf gehen. Sehr interessant. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h in 1200 Metern voraus. Zum Zusammenfahren. Das können wir gerne mal öfters machen. Macht Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h in 1000 Metern voraus. Leichtes Hauptsignal. Tun. Ja, stimmt. Haben wir schon mal gemacht, aber dann über den Kommunikator gequatscht. Mhm, genau. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h in 800 Metern voraus. Ja, ich bin ja gespannt, was Euroflight 3 dann so kann, aber auf der Website hat hier schon lange nichts mehr getan. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h in 600 Metern voraus. Dafür aber in der Liste. Echt? Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h in 400 Metern voraus. Ja, ich habe mir so mal, ich habe eine Datei gekriegt, wie das jetzt ausschaut. Alle Flugzeuge sind honest und das wird wirklich lustig. 60 km/h. Aber bezüglich Release und so wird man wahrscheinlich noch nichts wissen, denke ich mal, oder? Nein. Okay, so, jetzt fahre ich 60. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 60 km/h. Bei mir kommt die Begrenzung in 200, aber ich bin auch Geschwindigkeitsänderung auf 70 km/h in 2838 Metern. 3 Kilometern auf 70. Oh, Wo ist denn eigentlich das nächste Signal? Leichtes Hauptsignal. Gelb-grün in 2590 Metern. Oh, 2500 Meter gelb-grün. Mhm, genau. Hab ich auch. Ob das so passt oder ob wir noch ein grünes bekommen. Vielleicht. Keine Ahnung. Weißt du, wenn du durch einen Tunnel oder über eine Brücke fährst, kannst du immer F10 drücken. Dann sagt er dir an, was das ist. Es hat 24 Grad. Okay. Oh, mein Rechner wird übelst warm. Ach du Scheiße. Ja, meiner auch. Das ist normal. Ja, aber auch der Lüfter. Aber hey, solange du keine irgendwelchen Soundstörungen hast oder so, ist alles okay. Nö. Das ist ja bei deinem Alten immer mal wieder, ne? Ja. Aber der war auch nur alt. Grün, in 17, ja, grün, wir bekommen das Grün rein. Ah, ich noch nicht, aber ich habe auch noch 1900 Meter. Ja, ab 1700 ist Grün. Okay, nett, nett. Ja, bei mir jetzt auch, genau. SIFA. Bummelzug. Jetzt du mal nicht so. Der Bummelzug. Ey, voll. Da sag mal einer, wir bräuchten die Stunde nicht. Ich hab nichts gesagt. Um nicht zu sagen, die 33 Minuten, die wir noch haben, könnten etwas wenig werden. Hoppala. Eventuell.
13:57 Ja, ich bin bei 30 Kilometern. 13:57 13:30 Ja, leichtes Aufsehbar. Ja, ja, wir haben jetzt den 200 Meter Unterschied ungefähr. SIFA. Wehe, ich krieg eine SIFA-Zwangsbremsung. Ich muss hier jetzt richtig aufpassen. Da lacht er dreckig. Ja, klar. Zu dir hatte ich noch keine PZB-Zwangsbremsung, mein Freund. Ey, aber ich war trotz der Zwangsbremsung vor dir, also. Ich meine, ich könnte dich jetzt auch überholen, aber habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Wieso? Wie würdest du es machen wollen? Naja, einfach ein bisschen Gas geben. Schneller fahren als erlaubt? Genau, aber da habe ich keinen Bock drauf. Ich sag ja Keks und Tee mit dem Fahrdienstleiter, mit dem Manager. Genau, genau. Und dann noch besser Kaffee. Ich glaube nicht, dass ich da noch viel mitzureden habe. Nächstes Hauptsignal, grün. Nächstes Hauptsignal, grün. Geschwindigkeitsänderung auf 70 km/h in 1044 Metern voraus. Bei mir kommt gleich 70er. Nächstes Hauptsignal, gelb, grün in 4450 Meter. Ja, ich darf auch nicht wieder 70 fahren. Ja, ich habe gerade das Signal überfahren, das grüne. Mhm. Warnung, das nächste ist gelb-grün in 4,5. Ich habe schon gesehen. Ich gucke eigentlich immer direkt, nachdem ich eins überfahre, nochmal nach, was dann als nächstes kommt. Ja, ich eben auch. Deswegen ist mir gerade aufgefallen. SIFA. Ja, nette ÖBB-Dame, ich weiß, dass ich die SIFA zu drücken habe. Danke. Oh, bei mir geht die Alarmsirene an. Welche Alarmsirene? Diese Kompressor. Ach so, der. Okay. Klingt wie so eine Alarmsirene der Freiwilligen Feuerwehr. Stimmt, ja. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 70 km/h. Ja. Zuerst bei der Strecke, ob es da vielleicht ein Problem gibt. Mir schwillt. Alter Schwede. Was? Mir schwillt mein Computer. Mein komplettes Handgelenk an. SIFA. Super. Das ist übelst unangenehm, weil ich eine Armbanduhr trage. Mhm. Ja, nimm es doch ab. Nö, das ist meine Apple Watch, also macht mein iPhone ja Radau. Es ist still, wenn du die Uhr trägst, glaubst du? km/h in 2000 Meter voraus. Ah, okay. Weil dann die Mitteilungen, die kommen auf die Uhr reinkommen, außer von meinen Wetterwarn-Apps, die kommen direkt aufs iPhone. Also wenn die loströten, dann wissen wir Bescheid. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h in 1800 Metern voraus. Toll, das nächste Signal ist zweimal grün, aber das ist insofern egal, dass da sowieso ein 60er kommt. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h in 1600 Metern voraus. Moment, 1, 2, 3, 4, 5. Leichtes Hauptsignal. Grün in 1909 Metern. Nein, meins ist grün. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h in 1400 Metern voraus. Wie viel hast du? 289. Guck mal bei 1900 nochmal. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h in 1200 Metern voraus. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h in 800 Metern voraus. Welches magst du jetzt hochladen? Bitte? Welches Geschwindigkeitsbegrenzung Video von 60 km/h in 600 Metern voraus. Leichtes Hauptsignal. Cool. Das ist dein Kanal, das entscheidest du. Naja, mir persönlich ist es relativ egal. Hau doch beide gleichzeitig raus. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h. Das geht natürlich auch. Können Sie sich entscheiden, welches Sie sich angucken wollen? 60 km/h. Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h in 200 Metern voraus. So heißt nur noch 60.
mal wieder. Gut, mein Lüfter dreht auch wieder ab. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit bei 63 km/h. Station. Geschwindigkeitsleitung ja, auf 50 km/h in 8000. Ist das dein Ernst? Meter in 8 km geht's auf 50 runter? Sag nix, Semmering. Okay, und ja, ich muss mir auf jeden Fall die Programmierung nochmal anschauen wegen der Steigungen. Nein, das ist nicht. Stimmt da nicht. Chris Lohner heißt sie übrigens. Sympathisch. Wenn sie nicht gerade Sifa sagt. Oder Zwangsbremsung. Body. Oder Bremsausfall. Ja gut, das haben wir ja noch nicht. Nee. Notbremse. Wann kommt eigentlich die Ansage, wenn einer die Notbremse zieht? Genau. NTWS kommt das aber nicht. Wir haben sowas nicht. Warum nicht? Wäre doch mal interessant, dass irgendwie mal irgendeiner die Notbremse zieht, ein Fahrgast. Ich kam noch nicht zum Einprogrammieren. Wäre mal interessant eigentlich. Ja. Wenn du dran denkst, dann schreib mir das doch auf OneDrive in das Dokument im TWS-Ordner. Hast du die Notbremsung schon mal erlebt? Ja, ja. Schon mehrmals. Und, wie schnell steht der Zug? Verdammt schnell. So wie wenn wir eine Zwangsbremsung haben. Na, so ungefähr. Und der Lokführer denkt sich da vorne so, Nein, nein, bei modernen Zügen bekommt der Lokführer einen Leuchtmelder und eben die Sprachausgabe, dass jemand die Notbremse gezogen hat. Aber die Bremsen werden nicht sofort angelegt. Die Bremsen muss der Lokführer anlegen, weil es zum Beispiel sein kann, dass du in einem Tunnel bist und da ist es natürlich nicht von Vorteil, wenn da die Notbremse losgeht. Bei ICEs, da bremst du aber direkt, glaube ich. Nein, nein. ICEs haben die Notbremsüberbrückung. Ansonsten dürfen sie auf sämtlichen Neubaustrecken nicht fahren. Köln-Frankfurt zum Beispiel ist nur für Fahrzeuge mit Notbremsüberbrückung zugelassen. Okay. Ich glaube Hannover-Würzburg auch. Neue Benachrichtigung von Walz ab. Apfel. Ruhe, Walz ab. Da kommt die ganze Zeit von irgendwelchen Gruppen was rein. Sifa. Okay, so langsam wird's spooky. Meine Hand wird immer dicker und die Außenhand wird taub. Toll. Vielleicht sollten wir bei 20 Kilometern anhalten und du gehst zum Arzt? Alles gut, geht noch. Ah, jetzt geht's, die ist eingeschlafen. So kann man das natürlich auch sehen, ja. Aber wenn diese Abschwellung bis morgen immer noch stärker wird, dann werde ich dann tatsächlich zum Doktor gehen. Wäre ganz gut vielleicht, ich mein, ja. Ich meine, ich habe hier ein Krankenhaus, 300 Meter Entfernung ist. Ding, Fahrt auf der Südbahn mit Zwischenfällen? So kann man das nennen, ja. Passt schon. So, jetzt gleich, glaube ich, genau 20 Kilometer. Hä? Wieso? Weil ich gerade 21.06 habe. Ich bin jetzt bei 21.7. Bei 20.7. Ah, okay, ja, gut. Dann haben wir jetzt ungefähr 350 Meter oder so. Bis Mütz Zuschlag gleicht sich das eh wieder ziemlich aus, glaube ich. Bitte? Bis Mütz Zuschlag gleicht sich das eh wieder aus. Fahren wir jetzt so langsam durch, oder? Bis Mütz Zuschlag? Mhm. Ja, wenn wir kein rotes Signal reingehauen kriegen, fahren wir durch. Nein, ich meine so langsam. Ich glaube, es geht so langsam weiter, ja.
Geschwindigkeitsänderung auf 50 km/h in 3693 Metern voraus. 3600 geht es erstmal auf 50 runter. Um. Nein, genau, die bleiben dann auch ein bisschen. Bitte? Man ist echt nicht schneller als im Stadtverkehr hier. Und die Fahrgäste werden sich denken, wieso fahre ich denn überhaupt mit dem Schnellverkehrszug? Ja. 2032. Geplant der Eröffnung des Semmering-Basistunnels mit bis zu 230 km/h unterm Semmering durch. Oh, schön. Sifa. Wow. Was? Ich hab fast eine Sifa überhört. So. Geschafft. Und ich dachte schon, das wäre was Ernstes. Ey. Was soll das heißen? Ich stehe übrigens gerade draußen für meinem Zug beim Vorbeifahren zu. Was soll ich vielleicht auch mal machen? Und? Außen. Hallöchen. Und meiner quietscht. AFD. Oh, ich hab innen. AFD aktiviert. AFB abgeschaltet. Leichtes Hauptsignal. Cool. Kann ein Lokführer entscheiden, ob er mit AFB oder ohne fährt? Kann er ja. Solange er sicher unterwegs ist. Prinzipiell wird es natürlich empfohlen, mitzufahren. 18,8 übrigens. Ja, 19 irgendwas. Also 19,0 irgendwas. Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h in 2000 Metern voraus. Neue Benachrichtigung von Walz. Weberkogeltunnel. Weberkogeltunnel bin ich jetzt gerade. Ah, okay. Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h in 1800 Metern voraus. Kannst du einbauen in den Einstellungsvolumen, dass er das vielleicht sogar automatisch ansagt? Gute Idee, ja. Ich bin jetzt auch im Weberkogeltunnel. Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km. Wäre eigentlich mal eine ganz gute Idee. Stimmt, ja. Vor allem für Fahrzeuge, wo man den Tunnel nicht so wirklich hört. Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h in 1400 Metern voraus. Weil die so schon so laut ist, oder was? Ja, und weil ich hier keinen eigenen Rollsound für den Tunnel verpasst habe. Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h in 1200 Metern voraus. Ja, du kannst mir immer sagen, wenn du doch einfährst. Du hörst ja, glaube ich. Jetzt, Wolfsbergtunnel. Wolfsbergtunnel. Ah, da sind wir, ja. Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h in 1000 Metern voraus. Das nächste Signal ist dann, glaube ich, für die Haltestelle Wolfsbergkogel. Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h in 800 Metern voraus. Ich würde sagen, ab da stoppen wir, oder? Ab der Station dann. Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h in 600 Metern voraus. Der Münzzuschlag ist noch sehr lang hin. Nein, ich meine ab Münzzuschlag dann. Ach so, ja, passt. Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h in 400 Metern voraus. Ich muss meinen Arm gucken lassen. Ja. Gute Idee. So, ich hab hier gleich einen 50er. Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h in 52 km/h. Der Telefon sollte abbremsen. Bei mir piept's. Achso, das ist der Zug. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. Ich hab schon mal abgebremst. Geschwindigkeitsänderung auf 65 km/h in 3468 Metern voraus. Bergab hier irgendwie. Ja, eigentlich sollte es bergauf gehen. Ich glaube, da kam bei der Programmierung irgendwas durcheinander. Was? Machte mal einen Zug gerade, als er wieder zurückgezogen hat. Ah. Ja, bei 50 klingt sie immer ein bisschen halbtot. Ja. 15,7 Kilometer noch. 16,0. Irgendwie klingt das die ganze Zeit wie Temperaturen.
Wie was? Leichtes Aussehen. Temperatur 15,7, ja, nee, ist ein bisschen kalt. Wie ist denn bei dir das Wetter in TWS? Es hat 33 Grad Celsius. 33 Grad sonnig. Wegen ein bisschen Klimaanlage, ne? Ich habe 31 Grad und Rückenwind. Willst du das sagen, geschoben? Jo. 20 km/h. Das macht tatsächlich einen Berechnungsunterschied in TWS. Es hat 33 Grad Celsius, es ist sonnig. Die OX-Temperatur beträgt 33. Warte mal. Es hat 33 Grad Celsius, es ist sonnig. Die OX-Temperatur beträgt 33 Grad Celsius. Die Tiefstemperatur beträgt 15 Grad Celsius. Die aktuelle Windgeschwindigkeit beträgt 1 km/h gegen die Fahrtrichtung. Gegen die Fahrtrichtung 1 km/h. Ja, okay, das ist vernachlässigbar. Oh, ich bin halt irgendwo. Es hat 3 Semmeringtunnel. Semmeringtunnel bin ich jetzt. Ja, dann fährst du gleich über den Streckenscheitelpunkt und ab da soll es dann wirklich bergab gehen. Wenn es da jetzt bergauf geht, dann wissen wir, dass ich irgendwo was vertauscht habe. Leichtes Hauptsignal. Cool. Da ist ein Signal, ein grünes. Leichtes Hauptsignal. Kuhn. Station Semmering ist das. Jetzt bin ich durch den Tunnel durch. Und es geht bergab. Ah ja, ja, okay, dann habe ich irgendwo für die Bergauffahrten einen Programmierfehler. Aber hey, es geht gleich mit 60 weiter. Also mit 65 sogar. Halleluja. Geschwindigkeitsänderung auf 65 km/h in 624 Metern voraus. 624, yay. Also Meter und nicht km/h, das wird irgendwie. Ja. Wie schaut es denn eigentlich mal aus mit dem TGV, das mit dem wir nachbauen? Also den Zug gibt es ja prinzipiell schon. Cool. Wo? Die British Rail Klasse 373, der alte Eurostar, ist im Prinzip einfach nur ein TGV, der für die britische, fürs britische Lichtraumprofil angepasst wurde. Okay. Geschwindigkeitsänderung auf 65 km/h in 209 Metern voraus. Ja, stimmt, Route bräuchte man noch. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 65, Geschwindigkeitsänderung auf 80 km/h in 1579 Metern voraus. 65 km/h. Mit der Geschwindigkeit. Ja. Ach so. Ich dachte, dein Zug wäre langsamer. Und dann geht's auch gleich auf 80 hoch. Das hat man dann doch gern, oder? Ja. Und mein Lüfter dreht hoch. Ja. Wir können nach der Aufnahme gerne gleich noch ein bisschen quatschen, aber ich gehe dann gleich einmal ganz kurz nach unten und lass mir gerade eine Szene auf meinen Arm gucken. Ja klar, ich muss dann eh mal den Video-Upload auf YouTube starten, sonst dauert das ewig. Das dauert eh sicher so auch ewig. Ich hoffe nur, die Aufnahmeprogramme laufen mit. Ich kann nicht gucken, wenn ich jetzt das Fenster wechsle, hängt sich mein Rechner auf. Genau, deswegen. Ich gucke jetzt auch nicht. Ach, hast du das Problem auch? Dass du nein, das Fenster nein, nicht gescheit wechseln kannst? Das Problem habe ich nicht, aber es ist mir ein bisschen zu unsicher. Ich fahre jetzt übrigens auch neue Benachrichtigung von Dropbox. Jörg Meier hat das Ganze hin und her geschaltet, ist mir zu blöd. Ah, danke Dropbox, Hallöchen. Ah, wir haben das Finale der WM in der Dropbox. Ja, hast du schon gehört? Ja. Ich bin nicht zufrieden. Wer hätte gewinnen sollen? England. Ich mag den Trainer der Spanier nicht. Wow. Der ist ein Affe, sorry. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 80 km/h. Geschwindigkeitsänderung auf 90 km/h in 1090 km/h, 75 km/h.
Hey, ich habe erstmal in 300 Meter den 80er. Ja, aber wie geht's jetzt hoch auf 80 und dann gleich auf 90? Hurra! Hey, freu dich nicht zu früh, es wird dann sicher noch mal weniger. Haben wir noch 11 Kilometer bis mit Zuschlag. 10, 9. Er hat 11 Kilometer und dann, ja, der 90er kommt kurz nach mit Zuschlag, also bis dahin geht's jetzt mit 80. Geschwindigkeitsänderung auf 90 km/h in 11.139 Metern voraus. Verhört. Ist mir gerade so aufgefallen. Ich hab mich verhört, Entschuldigung. Kann passieren. Ich würde sagen, du lädst deinen dann nachher zuerst hoch, weil ich werde jetzt gleich als allererstes einmal nach unten gehen und gucken, was mit meinem Ding so ist. Genau. Nächstes Hauptsignal, Ruhen. Ruhen, ja, danke. Was? Ruhen, sagte gerade mein wunderschöner... Meine Sprachausgabe. Deine Eloquenz. Meine Eloquenz, ja. Ich habe sie ja auch auf dem iPhone. Mhm. Ich mag die irgendwie nicht so. Nur auf meinem Androiden, da läuft sie nicht mehr. Sifa. Ah ja. Da hat sie mal funktioniert. Warum hast du das eigentlich? Nur als Ersatz, oder? Experimentiergerät. Ah. Und was findest du besser? Man kann mit beiden ganz gut arbeiten, aber ich bin halt das iPhone gewohnt. Ja, ja, eben. Ich hatte einige Jahre Android, aber es gab einige Gründe, weswegen ich wieder zurück bin. Hm. Nächstes Hauptsignal. Tun. So, 8, 9. 9, 3. Also eigentlich noch fast 9, 4. Jetzt 9,2. Ja, also so bezüglich Fahrplan. Ja. Das ist sehr genau bemessen. 14:20. Würde ich mal so meinen. 14:30. Ja. Ja, Hauptsache so warm wie mein Rechner, also schmilzt mir hier nicht die Bildschirmabdeckung, ey. So warm? Ziemlich warm, ja. Meine ist tatsächlich gerade relativ gechillt. Na gut, bei mir im Hintergrund läuft auch noch WhatsApp, Twitter, Outlook und. Ja, bei mir läuft nur noch Skype und halt OBS natürlich. Ja, und Skype und OBS ja auch noch, also. Klar, klar. Dann einiges so, 8-0. 7-4. Jo. Leichtes Hauptsignal, tun. Weißt du, anhalten musst du jetzt auch noch schaffen. Ja. Das bei bergab ist witzig. Mhm. Ich weiß, das ist wirklich witzig. Ich werde einen Kilometer vom Bahnhof auf 60 runtergehen. Mhm. Zur Sicherheit. 6,4. 6,9. Ja, wir sind knapp 500 Meter auseinander. Mhm. Wie lang ist so ein Weg? Leichtes Hauptsignal. Tun. 205. Und wie nah sind die Auffahrsachen auf dem Zug? Wie nah darf man auffahren? Du musst Signalabstand haben. Maximilian, hau ab da. Hey, das musste ich zu dir sagen. Nö, du fährst ja zu schnell. Also wenn du dann nachher mein Video hörst, dann würdest du jetzt ganz viel Gehupe hören. Ich hub dich gerade mit allen drei Hörnern an. Ich halte die zwei gedrückt und halte die anderen beiden, vier anderen auch noch fest. Ja. Meine Güte, ey, was machst du hier? Ich hab nur eine Horntaste. Ja, auch ein Horn am Kopf, ne? Also ein Horn. 5000.
5-5. So. Das nächste Signal ist Mürzzuschlag Frachtenbahnhof. Genau, und die Semmeringbahn, also die letzten 40 Minuten, spart man sich dann später, wenn der Basistunnel offen ist. Baust du den ein? Nein. Warum nicht? Weil er langweilig ist. Also ich meine, ich baue vielleicht mal eine Extra-Strecke. Es gibt dann nämlich auch noch die Choralmbahn, die verbindet Graz und Klagenfurt. Das ist auch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Okay. Dass ich vielleicht die Strecke von Wien nach Klagenfurt mal baue. Überhaupt eben so. Klagenfurt? Mit den zwei Basistunneln. Klagenfurt ist in Kärnten, die Kärntner Landeshauptstadt. Ah, SIFA. Kärnten, schön. Genau, am Wörthersee. Ja, ich war ja schon am Mühlstädter See. Genau. Mühlstädter See ist von Klagenfurt aus, wenn du mit dem Railjet noch Stunde sowas weiterfährst. Das ist ja noch relativ groß. Nein, die Züge sind nur langsam. Transportwolle Simulator V0.9.5. Oh. Was? Ich hatte gerade gehängt, bei mir hat er gerade den VR nochmal in den Fenstertitel angesagt, was auch immer da jetzt gerade passiert ist. Aha. Aber jetzt geht's wieder. Hat vielleicht irgendwas neu geladen. Jetzt geht's aber wieder. Okay. Ja! Nein, danke! Moment! Ich muss hier abbrechen. Ernsthaft? Pause. Ja, mein Bruder hat selbst das Erdbeereis gemacht. Okay, dann geh du mal Eis essen. Ich mach die Fahrt bis mit Zuschlag fertig. Das heißt dann alle Zuschauer von Felix, wenn er die 2,7 Kilometer sehen wollt, dann kommt er zu mir. Also, bis denn. Ja. Ja, wir hören uns dann irgendwann noch. Jo, bis später. Stell's mir dann irgendwann einfach auf OneDrive, gell? Mach ich. An die Hörer von Maximilian. Tschüssi. Tschüss.